So Leute, die Gucci Gangs. Mein Spaß. Ich distanziere mich. So. Was geht ab? Was machen wir? Also in erster Linie tun wir einfach gut aussehen für heute und ja, dann gucken wir weiter. Okay, ich habe noch den Bonus gekriegt gestern, Digga, ey, innerhalb Mio wieder, ey, für mein Auto. Ja, ey, was haben wir gestern gemacht? Digga, ich halte euch auf dem neuesten Stand. Also, ich wollte gestern mir ein Map-Auto kaufen, aber das hat keinen Platz für Reserven, so, weißt du, das hat keinen Kofferraum. Da dachte ich mir so, wofür ein Map-Auto, wenn ich damit kein Map fahren kann? Dann habe ich es gelassen. So. Das ist so ein mäßig ein Bus. Wenn du mit deinen Jungs bist, hast du keine Limo und nimmst eine MF-Karre. So. 48k, gibim, gibim. Ja, mal gucken. Mal gucken hier, ob ich hier Solarpanels nochmal rausholen kann. Da gibt es hier keine Solarpanels mehr. Ey. Mal gucken, was hier abgeht. Hier. Erstmal F8 drücken. F8. Elementar in diesem Spiel einfach nur. F8. Verdammt, Digga, gib mir das auf den Piss. Leute, was geht ab? Alles fresh bei euch? Bestimmt ist keiner online, Digga. 10 Uhr morgens auf dem Samstag. Ich bin der einzige Geek, der online ist. Okay, wenn es so ist, dann hole ich mir ein schönes Auto. Digga, ich glaube, der sieht auch sexy als Fuck aus, oder? Ich muss schon wieder furzen. Digga, es ist früh am Morgen, ich war noch nicht kacken, Alter. Sünde. Ich bin auch ein bisschen überbelichtet, ne? Lieblich. Digga, draußen schönstes Wetter. Hab keine Zeit für sowas. Keine Ahnung, ich kann mal rausgehen. Ich habe auch keine Waffe. Der Familienauto wird geklaut. Moin. Moin. Ja, ich bin gerade dabei, aber die Plätze sind jetzt alle belegt. Was mache ich denn jetzt? Es sollten jetzt eigentlich alle wieder zurück sein, wenn alle belegt sind, oder bin ich blöde? Damn. Digga, das Familienauto wird geklaut. Digga, ich geh jetzt zum Jason. Jason! Jason, nein! Digga, wie man hört mich leise. Mann, Mann, Mann. So. Ich habe alle zu zurückgerufen. So, Digga, hörst du mich jetzt? Hallo, 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 hallo? Okay, ich habe alle zurückgerufen und die Garage ist voll. Ich habe jetzt keinen Slot mehr frei, um neue Autos zurückzurufen. Also dürfte keins mehr geklaut werden. Sein, so. Es sei denn, irgendwelche sind draußen und mehr als unsere Garage irgendwie. Ne, sind alle Autos da. Ja, kein Stress, ne? Ich schick mal einen Screenshot rein bei uns in einem Discord, dann zeige ich dir, welche Autos da sind, kannst du sagen, ob was fehlt oder nicht. So. Ja, ich walte meines Amtes als fresher Motherfucker. So, Screenshot Nummer uno. Und ich habe das geklappt, nicht direkt zweimal, ne? Und Screenshot Nummer duo. Tack, 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 tack. So, jetzt schön uns die Discord rein. Und dann schiebe ich da die Scheiße rein. Tack, tack. So. Digga, wo ist das Aufnahmen aus, ne? Tack, tack. Die letzten zwei Screenshots. So, ist live im Discord. Kannst du mal durchgucken, ob alles da ist. So, Leute, jetzt verpieseln wir uns mal und gucken, was jetzt abgeht. Ich hätte ja Bock auf ein Lambo. Lambo. Die Autos sind aber schneller. Digga, komm, wir nehmen mal so ein. Bestimmt kann ich das nicht fahren. Oder? Los. Schmutz. Schmutz. Die was?
Ja. Digga, mit wem redest du denn? Hier ist doch gar keiner. Moin, Leonardo. Moin, alles fresh. Ja. Ja, muss ja, ne? Ja, und mit wem ich rede, ist Jason. Ja, ah, genau. Okay. Ah, jetzt sehe ich den auch. What the fuck? Hier war gerade keiner. Ich spreche ja nicht mit dir selber, ja. Bruder. Ich wollte gerade fragen, welches Stop du hast, Alter. Hätte ich mir auch Du besser Stoff, Junge. Ja, man nennt mich ja Uri Geller. Das ist ja apropos, eigentlich muss ich nochmal eine schöne Schneelein holen beim Schwarzmarkt. Oh ja, ich hab gestern Abend ja auch am Samstagabend was gegönnt, war exklusiv. Schmutz. Digga, lass dich mal die bisschen mein Dialog führen. Ich chill hier einfach so ein bisschen. Hattest du auch gerade die Meldung, dass Familienauto geklaut, Leonardo? Wie bitte? Hattest du auch gerade die Meldung, dass Familienauto geklaut wurde bei euch? Ja, ich hab gerade in der Garage deswegen alles zurückgezogen. Ja. Aber war anscheinend buggy. Ja, denke ich auch. Damn. Ey, ich hatte letztens eine Hauerei mit Leuten von euch, ne? Aber jetzt haben wir alles geklärt. Wir waren an der Hecke, dann gab es ein Wortgefecht, dann haben wir uns geschlagen und jetzt sind wir beste Freunde quasi. Oh nee. Mit wem war es denn schon wieder? Ich glaube, das kannst du dir denken. Ja, entweder war Tonno, aber der ist erst seit gestern oder vorgestern wieder da. Ja. Ja, der ist wieder da, Apache. Ja, das war vorgestern. Den schon mal wart mit Apache oder was? Ja, Apache für alle und seinem roten Tamponfreund da. Ja, okay. Nachguck. Na, keine Ahnung. Mit denen haben wir uns auch richtig gut gesehen, gestern Abend. Ja, Digga, Honno, der. Also, so an sich, er ist schon assi, was sowas angeht, ne? Aber trotzdem, der ist so witzig, Alter. Wie gesagt, der war das ja auch, der damals bei den Black Angels alle Autos angezündet hat. Richtig, ja. Wie kann man denn die Autos anzünden? Wie geht das? Lagerfeuer, ja. Digga, ich bin also, ich zeige dir mal. Warte. Wo ist das Lagerfeuer? Da ist es. Und dann setzt es einfach unter das Auto und dann brennen die. Und. Oh Mann, ich kann nicht sprechen. Unter der Motorhaube. Jason, du solltest mal weg. Nee, fahr mal nicht weg. Oh, das schöne Auto. Ey. Das hat einer von euch gestern wieder bei meinem Auto gemacht. Ja, dann war Tonno. Abfahrtschenpille. Aber der hier, der Tampon, mit dem wir gestern auch noch hier standen, der hat ihn dann erstmal wieder ordentlich. Ja. Ey, sag mal, gestern war doch auch hier Razzia oder so. Irgendwelche Leute von euch wurden noch hops genommen. Was waren da? Was? Nee. Ich hab da nur da vorne welche gesehen, dass da welche irgendwie hops genommen worden sind. Polizei, FIB oder so. Okay. Da weiß ich gerade gar nichts von. Ah, das Auto brennt. Nein! Das war mein Lieblingsauto. Verdammt. Ey, wie krass. Ja, jetzt explodiert er gleich und dann... Das hättest du mir nicht zeigen dürfen. Sag ich dir, wie es ist. Ja, das ist schlimm, Digga. Das ist wirklich schlimm. Ich sag es dir. Das ist richtig addicting, Alter. Muss man die Versicherung... Bruder. So, jetzt kannst du nicht mehr fahren, ne? Kann man das dann einfach zurückrufen oder muss man die Versicherung zahlen, oder wie ist das? War das dieser? Muss man die Versicherung dann zahlen, oder wie ist das? Nö. Einfach zurückrufen? Ach so, ja, also... Eigentlich ja, so hat's immer geklappt. Komm, wir probieren mal. Ich hol mir jetzt Lagerfeuer. Ey, ohne meinen Witz, was hat der mir gezeigt? Inshallah, was hat der mir gezeigt? Guck mal hier, GTA Physics, Alter. Alles klar, ist wie neu, Digga. Digga, muss ich los. Digga, witzig, einfach witzig. Los, steig ein jetzt, kein Lust mehr. Oh, Digga, der fährt sich aber sexy. Ja, sehr geil. Vielen Dank. Ja, ist schon witzig, Digga. Ich hole mir jetzt erstmal ein paar Lagerfeuer und dann mach sehen wir uns. Mach das, Alter. Wo ist der nächste Shop hier? Moin. So, der hat mir was Witziges gezeigt. Digga, ich lass Autos brennen. Anarchie.
Nie mehr arbeiten. Hartz IV auf 1000 Euro Satz. Oh, fahren wir gleich noch zum FIB, aber erstmal ein paar Autos ficken. Ja, das Auto ist auch relativ geil, finde ich. Bam! Ja, okay. Total realistisch. Autschi, autschi, autsch. So, jetzt geht's hier links, rechts. Tadadada. So. Digga, heute gibt's keine Zeitung, Mann. Fick dich, Zeitungsständer. Ja, dieser Motor. Und diese Stange. Das ist eine Performance-Stange. Welcome to my store. Programmiert der was? Okay, Lagerfeuer. Wie viel kaufe ich davon? Ich kaufe erstmal eins. Guck mal, wie viel das so hat. Wie viel Kilos? Alter. Produktanzeigen. Kann ich davon mehrere kaufen? Digga, wichtig und richtig. Das wird ein Heidenspaß. Ne, das gibt's ja glaube ich nicht. Solarpanel und so brauche ich jetzt nicht. Ferngläser. Da könnte ich eigentlich meins mitnehmen. Und Backenziesen. Alles, was man braucht, Junge. Kommt das auf 2, kommt das auf 1, zieh ich meinen Shit erstmal an und hol mir erstmal 3 neue Erkältungsquellen. Weil anscheinend ist hier Hochsommer-Erkältungswelle, ey. So, wo ist das nächste Krankenhaus? Das ist hier. Jetzt fahren wir erstmal ins Krankenhaus. Und ich glaube, auf dem Weg dorthin werden wir ein paar. Ja, wir werden einfach mal ein paar Patzer ziehen. Okay. Ich glaube, das könnte aber auch Ärger geben, ne? Dann müssen wir mal kurz gucken. Okay. Ach, weil Green Zone ist. Ach so. Ach so. Ah, hier dürfte es zum Beispiel was stehen, ne? Warte, hier ist halt auch keine Gewinnsache, ne? Ja! Muss brennen! Ja, wo ist denn das? Nicht gar nicht. Och Mann, das habe ich mir besser vorgestellt, Leute. Egal, irgendwo anders kriegen wir das hin. Irgendwo anders kriegen wir das hin. Ein Schluck Kaffee, noch nicht was sagen, sondern das Lagerfeuer fragen. So. Ja. Ich glaube, ich muss wieder reduzieren, Alter. Sieht aus wie Sommer Bin Laden. Senior Junior. AKA Gambino. Gambo Gambo. Digga, was muss ich denn jetzt hier komische Strecken fahren? Ah, bam! Sorry, ich hab Kopfschmerzen, sorry, ich hatte Kopfschmerzen, sorry. Ich hatte Kopfschmerzen, ne? Sorry, sorry, sorry. Sorry. Oh ja. Ah ja. Direkt Report raus. So. Hier wird auch mal schnell was abgeschleppt. Oh, ein Sharing Auto. Sieht sexy aus. Wow, wow, wow. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Pillbox, Alter. Gibt's Pillen in der Box? Hallo? Ich brauche 3 Pillen gegen Erkältung.
Natürlich, einen Moment kurz. Digga, man hört die nicht. Vielen lieben Dank. Kein Problem, schönen Tag Ihnen noch. Ebenso. Was machen Sie hier? Hallo, hallo. Was machen Sie hier? Hallo, hallo. Okay. Diese dumme F8 zu drücken. Komm, wenn er vergessen hat abzuschließen. Einfach rein, einfach rein. Ich komm, ich gebe dir eine Patz. Interaktion. Was gibt's denn hier? Einen Kuss geben. Gucken, ob sie ja sagt. Fotze. Okay, jetzt sind schon X-Sicher. Haupteingang, Haupteingang. Digga. Achtung, links, rechts. Rüber, 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 rüber. Ja, Leute. Das versuchen wir jetzt nochmal beim FIB. Aber wir fahren nochmal mit Würfelpunk lang. Ich glaube irgendwie der Würfelpack, der ist hier oben irgendwo. Gucken wir mal, was da abgeht. Digga, warum sitzt du denn hinten? Warum? Mann, Mann, Mann. Digga, wir können auch noch eine Runde Bus fahren. Ich glaube, das ist langweilig. Oh, Mann. Okay, reicht, reicht, ey. Jetzt drehen wir einmal um. Und dann fahren wir rechts an dem Hotdog entlang. Wir sind auf jeden Fall übelst falsch, Mann. Ich glaube, hier wird's aber gehen. Digga, hier wird's gehen, ja, ja. Hey, man. Einzahl mache ich nur 180k. Und ich verwickle lieber ein Gespräch. Naja, wir haben ja denselben Platz. Um was aber geht's so, Jungs? Alles fresh? Nee, nee. Hallo, hört ihr mich? Ja. Was geht? Was macht ihr hier so? Mhm. Ja, wir haben gerade einen Handel durchgeführt und schnacken gerade noch ein bisschen. Ja. Eine Handel durchgeführt? Was ist denn das? Weil du hast... Digga, euer Auto macht irgendwie... Mucken, was ist denn das? Warst du das? Nee. Ich stand doch ganz weit neben euch. Was soll ich das gemacht haben? Oh, ich weiß. Nee, das war ein Lagerfeuer. Warum? Was kann das Lagerfeuer? Nichts. Digga, halt doch dein Maul. Ich komm jetzt hier nicht weg, ey. Oh, ist das asozial, ey. Oh ja, mein Tag ist gerettet. Ey, komm, guck mir doch bis mal hier rum. Hier muss ja irgendwo wohnen, der Dulli. Oh, das war schön. Ich glaube, hier ist noch mal. Genau, ey, der ist bestimmt beim Friseur gerade. Der ist gerade beim Friseur. Okay, 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 komm, wir springen hier noch ein, zwei Autos weg. Ich will es verwenden. Ey, ich habe das mit dem Lagerfeuer ausprobiert, ne? Das ist echt witzig. Tick, tick. Oh mein Gott. Aber ich darf mit drei. Mal gucken, die brennen ja eigentlich auch nicht ewig, oder? Ja, Digga, mal gucken. Digga, das war mal echt witzig. Mal gucken, ob die da wegkommen. Ich fahre da nochmal lange im Hubbau ein, zwei. Nein, nein, nein! Müssen jetzt wahrscheinlich zu Fuß gehen, ne? Die Leute wissen halt nie, was es ist, ne? Oh ja. Crawling Beste. Na Leute, jetzt mal gucken, was hier abgeht. Hier geht eigentlich nie so viel ab, das ist das Problem, ne? Komm, wir fragen, ob wir den Herrn mitnehmen sollen.
Brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit? Mitfahrgelegenheit? Nö. Okay, trotzdem Dankeschön. Haben Sie den Laden hier angezündet? Ich bin gleich da. Ich glaube, ich will jetzt einfach mal wissen, wo dieser Bulli gewohnt hat. Oder bin ich da schon vorbei? I don't know. Also hier auf jeden Fall könnte man das wegziehen, das weiß ich. Und jetzt hier irgendwo hoch müsste das doch sein. Dinger, oh, jetzt hab ich Bock auf den Sprite. Auf den Sprung. Digga, alles am Brennen hier in der Stadt. Tack, tack, tack. Ob er da ist. Alles fresh? Ah. Scheiße, ist da gewesen. Und ich kann jetzt. Digga, wie lange muss ich denn warten mit so einem Lagerfeuer? Ist ja voll los. Oh Mann. Haus mal weg, das Ding. Hier gibt's noch einen Nachtclub. Ach, hier ist der Club, wo wir immer sind. Alter. Ich google jetzt einmal kurz, wo das ist. Mike GTA 5. Michaels Zuhause. Okay, komm. Zeig her. Ah, jetzt habe ich's. Ich glaube es auf jeden Fall, dass ich hab. Okay, ich hab's auch noch nicht. Ja. Okay, das ist so, und dieser Penis ist nach unten weg. Bin ich jetzt blöd? Digga, rhetorische Frage. Ist das vielleicht das hier? Okay, ist also ein bisschen weiter links auf der Karte. Okay. Jetzt mal gucken. Aha, hier oben. Digga, ist irgendwie schwierig zu finden. Okay, es ist bei diesem Pinüppel hier unten. Dann muss man da ein bisschen hoch. Und hier müsste das sein. Okay, wir sind fast da. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich muss gucken. Ich bin mal gespannt, wie das Gebäude aussieht. In Grand AP. Jetzt ist doch locker ein anderes Gebäude einfach. Per Tatsache. Das ist nicht da. Aber ich bin ja auch irgendwie falsch. Tag. Digga, wo lang geht's denn jetzt hier? So ein Schmutz. Hier sieht's auch gut aus. Nee, Digga, scheiße, ist das aus. Digga, ich fahr jetzt nochmal kurz zur Hut. Dann hole ich mir da was zum Schießen. Weil ja, wir machen ja gleich Chicken. Dann guck ich, was abgeht. Dann mach ich das zu meinem Auto, dann guck ich einfach, was abgeht. Tag. Mal schnell damit nehmen. Und ja, baby, let's go, baby. Wie habt ihr das gesehen? Hab ich halbe Stunde geübt, bevor ich Stream angemacht habe. Spaß. Was ist das denn? Plaza. Das ist Plaza. So, tag. Dann fahren wir jetzt gleich rechts. Alter. Einfach weiterfahren, nichts passiert. Okay, wir sind gleich da, Leute. Wow.
Ja, es ist so nervig, ne? Aber egal. Nicht verzagen, nicht verzagen. Alles gut. Alles gut. So, jetzt muss ich irgendwo um die Ecke parken. Okay, ich fahr immer hier hin. Ich hör mal kurz meinen Graffiti-Scheiß ab. Check, check. Und. Was ist das denn? Es gibt ja Grand Coins. Hey, ist das ein Bug? Das wäre natürlich übelst fett. 15 Grand Coins einfach. What the fuck? Digga, wenn ich 50 Grand Coins hab, dann könnte ich mir was kaufen einfach im Shop. What the fuck? Gucken, ob man sich hier wieder was rausnehmen kann. Ich mir jetzt eine. Eine. Ich glaube, es hat funktioniert. Und eine Revolver. Nehme Munition. 1. Hier habe ich jetzt Munition schon genommen. 1. Experte, Digga. Ich bin richtig Experte. Ey, wie krass. Habe ich ja 15 Grand Coins. Fragt man sich früher, ne? Zeigen Sie mir Bilder, Grafierungen. Ja, auch kein Server. Kein Stopp-Server. Lost, ey. Digga, muss ich mal kurz für meinen Kollegen so ein Bild machen und mal fragen, ob das stimmt. Wie hätte ich das denn verdient? Wo ist er denn? Musi Boy. Fragezeichen, Fragezeichen. Erstmal Bild machen. Stimmt das, Junge? Ey, Junge, ich sage nochmal in unserer Gaming-Gruppe vorbei. Kommt heute AFK. Rumstehen. Rumstehen. Lohnt sich. Okay, perfekt. Jetzt haben wir es soweit. Jetzt frage ich mal, was sagen die Jungs, ne? Nee, nee. Das soll drei. Alter. Die sagen, das soll drei Tage so. Wie krass, Alter. Ja, fühl ich. Das geht. Also, die haben gesagt, das soll so. Digga, wenn ich da noch 5 Coins kriege, erstmal weg. Erstmal Champion. Boah, Digga, Shop gucken. So, Shop Einzelteile. Ich habe 2 Coins, will ich 15 kriegen. Wenn ich dann morgen das auch noch mache, habe ich 30. Digga, dann kann ich den rauflegen, kann ich mir sogar noch Handschuhe holen. Aber es gibt halt echt nur diese Penner-Handschuhe, ne? Oder? Wenn ich mir diese angucke. Jo, Penner-Handschuhe. Penner-Handschuhe. UP, Alter. Da kriegst jetzt einfach Grand Coins. Das ist echt geil. Jetzt ist das Auto jetzt schon weg. Och, ich dreh durch. Kann doch nicht sein, Mensch. Hä? Das war doch eben noch hier. Oh, Digga, nehme ich mir einfach ein vages Auto. Warte, ey, hier oben das Auto ist versteckt. Ich kann bestimmt gut einbrechen. Oh shit, das geht, das geht. Oh mein Gott, das funktioniert. Oh mein Gott. Ich nehme alles mit. 200 Kilo. 200 Kilo.
Schmutz, hier ist ja nichts drin, Alter. Mein Gott, unser erster Einbruch. Gibt's hier nicht irgendwas, was ich mitnehmen kann? Digga, scheiß drauf, wenn ich hier nichts mitnehmen kann. Dann. Bam! Bisschen Golf spielen hier. Fick dich! Woo! Den Kaffee, den konnte ich noch nie leiden. Und den Fernsehen, Alter. Woo! Digga, Beste. Heizungskrimin. Digga, das ist schon eine heftige Butze, so. Würde ich auch nehmen. Dafür, dass ich in L.A. wohne am Strand, Alter. Weil, guck mal, ich zeig euch mal kurz. Damn. Tick, tick, tick. Schnell hier weg. Jetzt brauche ich noch ein Auto. Naja, alles gut. Nie was passiert. Ja, gut, ja. Guten Tag, was haben Jungs geschrieben? Ja, moin, Juma, ne? Ich spiel mal das Auto hier. Guck mal. Also da die Straße ist mäßig passt am Strand. Ich zeig euch das jetzt mal. Also hier sind auf der Höhe, ne? Auf der Höhe vom Haus ist hier. Links fetter Kanal. Into Meer, Alter. Und dann könnt ihr hier rausgehen. Halfpipe, Cosmos, Gym da hinten und direkt mehr. Würde ich direkt nehmen, so eine Wohnung, auch wenn die hässlich ist. Digga. Schöner Meer. Kann man hier ein bisschen zapzerappen immer. Morgens hier ist ja mal lang. Immer die Touristen abziehen. Woo! Ja. Hättest du nicht gedacht, dass das klappt, ne? Haha. Okay, wir fahren jetzt hoch und dann war es das so. Erstmal jetzt kein Bock auf Stream. Geht ja nichts ab hier oben, ne? So. Ab dafür. Das Auto war echt einfach weg, ne? Tatsache. Ja, kann ich nichts machen, ne? Das Auto war halt weg. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es direkt abgeschleppt worden ist. Schade, grün sein. Ja, ey, komm, ein Feuer will ich noch legen. Digga, echt. Einfach und dann vorher. Oh ja. Ich bin gespannt, ob das klappt. Digga, ich hoffe doch. Wenn ich verkacke. So, fahr rechts. Los! Ah, Digga, ich bin überbelichtet. Weil wir heute übelst die Sonne reinscheinen, ich vom Fenster sitze. Besser überbelichtet als gar nicht belichtet. Oder unterbelichtet. Digga, diese Beschränkung hier einfach so nervig. Digga, jetzt bin ich vorbeigefahren. Ich glaube, vielleicht parke ich auch einen um die Ecke. Und ist das ein bisschen auffällig. Na komm, ich parke einfach mal hier. Und Mach ich so. Der Schläger kommt weg. Ich weiß nicht, vielleicht kann man da auch von zaubern. Ach nein, hier ist Green Zone. Och nö. Aber erschreckt sich die Green Zone so lang? Vielleicht. Ah, Digga, die haben mitgedacht. Hunde. Ja, wäre zu schön gewesen. Aber ich kann ja irgendwo anders Blitzhausen so das machen. Why not? Verkaufe Wissenschaft. Extra 8 Angebote per SMS. Woo. Ein leuchtenden Stein. 650 Euro. Ich habe eine halbe Minute. Danach habe ich Parkons. Üdig. Ja, komm, wir fahren einfach Richtung hier oben hin. Aber wir nehmen auch einmal den Würfelpark mit, weil beim Würfelpark sind oft mal irgendwie andere Leute. Wir denken einfach alle Carsharing an die Dinge. Ah, Würfelpark ist auch grün sollen, oder? Okay, von der Seite noch nicht.
Okay, und hier müsste geblieben worden sein, oder? Ja, ja, hier ist geblieben worden. Ja, verdammt mich nochmal. Schlampe. Ganz einfach Schlampe. Und die haben mal erhört. Ich habe gestern gesagt, ich habe keinen Bock mehr und dann die haben heute erhört. Oh, Absturz. Aber warum? Ich bin doch normal am Spielen. Warum? Schamus. Damn. Das letzte Mal. Nur. Jungs, habt ihr das schon das neue Event apropos, gesehen? Ey, gut, dass ihr passt. Was? Habt ihr das Event gesehen mit den Coins? Muss mir schon wieder eine Briefkarte schicken? Event? Ja, guck mal. Wenn ihr jetzt 4, 5 Stunden online seid, kriegt ihr 15 Coins bis Montag. Ja, genau. Ja. Leonardo? Ist jetzt 3 Tage hintereinander, so. Ja. Die hat gerade irgendwer mit mir geredet, den ich nicht sehe? Jason? Ich bin. Hallo, hallo, ja? Ich bin Gott. Kannst du mal da bei deinem Vargos-Kumpels mal nachfragen, ob die eine Heavy Sniper verkaufen? Ja, kann ich machen. Einen Moment, ich gebe mal deinen Funk. Jo, danke. Moin, Leute. Verkauft wer von euch eine Heavy Sniper? Ich habe mal angefragt im Chat und nochmal im Discord-Chat, ich kann dann gleich Bescheid sagen. Jo, alles klar, weil hier ist eine im Schwarzmarkt, aber wenn ihr die irgendwie günstiger kriegt, wäre cool. Okay. Welches Angebot gibt's denn zu unterbieten? Wie viel kostet die da? Oh, der hat 900.000 hier drin. 900.000. Ich finde das ein bisschen teuer. Okay. Ich habe, glaube ich, einen gefunden. Tick-Tack. Ich warte mal kurz. Ich sag mal, er soll einen Preis sagen. 700? Oder wie viel? Sag mal, wie sieht's aus mit 700? Hab ihm gesagt, 700, okay, baut Kralle. Mal gucken, was er sagt. Ja, hat die auch noch 100%? Ah, frage ich gleich mal. Sonst handeln wir noch ein bisschen runter. Nee, sonst brauche ich die nicht, weißt du? Sonst macht sie zu wenig Schaden. Also, ich würde die Heavy Sniper nehmen. Hat die 100%? 700.000, Angebot steht. Bau auf Crawley. Digga, warum braucht er denn so lange? Mensch! Mensch! Will er Geld machen oder will er rumlabern? Wo bist du, Bruder? Bei mir im Anwesen. Ja, scheiße. Ja, aber die ist painted halt, Digga. Das ist halt das Ding. Er sagt, die ist painted. Das ist halt das Ding. Ich weiß nicht, was er meint. Ja, painted ist, der macht so noch mehr Schaden. Ja, ist nicht schlimm. Ja, fragt mir mal, was er sich denn vorstellt. Was stellst du dir denn jetzt vor? Ja, keine Ahnung, Digga. Die ist halt painted, Bruder. Und hat noch, glaube ich, 96% oder so. Painted 96%. Gib mir einen Moment, um mich in mich zu kehren. Und was will er haben? Also 700 ist dann, glaube ich, okay. Also ich würde jetzt 700 zahlen. Wäre es für dich okay ist. Dann mach mal 27, dann ist es deine. Er sagt 27, dann ist deine. Ja, 27 machen wir. Kriegst du noch 10 Schuss dazu. Ja, komm, machen wir so. Jo, 27 machen wir. Kann er zum Schwarzmarkt kommen oder wo soll ich mich mit ihm treffen? Kommst du zum Schwarzmarkt? Ich sag mal, zum Schwarzmarkt. Er kommt. Gibt mir ja nur einen, ne? Ja, ich stehe hier auf einer silbernen G-Klasse. Er ist auf dem Schwarzmarkt, mein Kollege, der die kauft. Silberne G-Klasse. Bis gleich. Dankeschön. Okay. Was hast du, Bruder?
Naja, alles gut. Ich dachte, du wolltest zum Schwarzmarkt. Hättest mir mal immer Cannabis mitnehmen können. Ah, nee, nee. Können wir aber gleich hin oder so, wenn du willst. Machen wir na, ich fahre gleich zur Post, also. Ja, aber will ich auch mitkommen, will ich auch mitkommen. Ja, aber ich habe leider bloß Platz für zwei. Da muss Jason hier warten. Ja, könnt ihr machen. Na, alles gut, ich kann auch in den Kofferraum gehen. Ich kann auch in den Kofferraum, kein Ding. Nee, nee. Ja, alles gut, ich bleibe erstmal hier wegen den Panels. Nicht, dass sie wieder kommen. Ah, okay. Ja, stimmt. Aber ich fixe auch nochmal schnell und danach hole ich den Ferrari runter. Oh. Alles klar, alles klar. Nee, ja. Alles gut. Ich werde gerne allein gelassen. Wie sieht es bei unserem Antrag aus? Nun immer nichts Neues? Nee. Chris hat wohl mit dem Engel gesprochen. Mhm. Ja, also die Bewerbung sieht gut aus. Okay. Aber irgendwie das Konzept ist wohl nicht so das Wahre. Deswegen. Was ist denn, warum? Was wollen die für ein Konzept? Haben die was gesagt? Ja, und unsere Ziele und sowas. Ja, was, warum und genau, wieso, haben sie nicht gesagt. Aber du merkst halt auch. Ah, okay. Na, keine Ahnung. Du merkst halt auch, die Familien, die jetzt angenommen worden sind, haben halt Streamer. Bei sich in der Familie. Und das ist klar, dass die sofort angenommen werden. Okay, mach mal F8, du hast Schluck auf. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich habe auch ein, zwei Streams hochgeladen, aber ich habe halt nicht so viele aufgerufen, ne? 250 oder so. Das wirkt noch nicht. Ey, Bruder, wo bist du? Ich bin da. Auf Schwarzmarkt auf der G-Klasse. Bist du schon da? Er fragt, wo du bist. Ich bin da, ich stehe auf der G-Klasse. Ich glaube, er ist gerade reingelaufen, oder? Weiß nicht. Ach nee, hier, alles gut. Der ist Amo, ne? Jason, wir sprechen nachher weiter. Ich gehe jetzt kurz einmal Post, ne? Alles gut. Ja, das haben wir ein schönes Auto. Das ist ein schönes Auto. Ja. Seid ihr eigentlich eine inoffizielle oder eine offizielle Familie? Nee, nee, wir sind immer noch, wir sind genauso wie bei ihr, wie bei euch. Digga, ist doch nervig, ne, dieses Auswahlverfahren. Ja, Digga, ist total nervig. Ey, wir haben sogar ein richtig fettes Video gedreht, für uns, unser als Vorstellungsvideo, hat die gar nicht gejuckt. Ja, moin. Ja, richtig lost, ey. Mal gucken, ein bisschen was aus der Post ziehen ist immer gut. Gucken, kann ich hier was rausziehen? Okay, ich muss gleich noch mal einmal eine Animation machen, dann kriege ich direkt den neuen Battle Pass noch raus. Oh, sorry. Alles gut, ich lebe ja noch. Tanzen. Digga, das ist gut. Sprungtanz. Okay. Ach, Sprungtanz 3. Sprungtanz 3. Okay, gibt's da noch irgendwas, was ich machen kann? Digga, ist das nerviges mit dem Battle Pass. Ein Spielraumsraum. Jo, er kommt gleich wieder. Er repariert die noch fix, weil die hatte nur 92%. Oh. Schön, Latte. Was ein. Ah. Muss nicht mehr eine Post drin? Nee, alles gut. Der Bane. Ja, was ein Schlingel, ey. Was ein Fuchs. Aber zum Glück macht er das noch, ey. Ja, naja, sonst hätte ich die nicht gekauft. Der Pisser. Wie war denn? Damn. Ja, ich hab ja. Nee, aber korrekt vermittelt. Von dir. Danke. Ja, kein Ding. Ich hab da so einen Heavy Sniper vermittelt. Ich hab da so. Oh, ja. Johann, so eine Wörter wie Pisser möchte ich hier nicht mehr hören. Entschuldigen Sie, Herr Jung. Muss sie hier noch hin? Nee. Okay, das ist unter aller Sau. Funkkurs angezeigt. Ey, sorry, ich hab grad so viel Funk, ey. Ich bin richtig gefickt. Ey, ich krieg zu Hause mein Ananassaft nicht auf. Ich bin so sauer. Meine Hände sind noch eingecremt. Ich bin so sauer, ey. Im Küchentuch. Ja, Junge, hier ist keine Küche in der Nähe. Wie, da ist keine Küche in der Nähe? Wo wohnst denn du? Die ist unten. Ah. Hey. Du, Liebe.
Moinsen. Du bist ein richtiger Assi, Alter. Ey, der Trick wurde mir eben gezeigt. Ja, ja, ich weiß. Der ist gut, ne? Jo. Ja, ja, aber macht das nicht bei uns. Nein, nein, keine Ahnung. Von wem ist denn die? Du hast gerade Schluck auf. Du hast gerade Schluck auf. Echt? Ja, mach mal F8. Ja, keine Ahnung, von wem die Karre ist. Aber hier ist keine Green Zone. Ich habe das eben gemacht. Da sind Leute in der Bande gemacht. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mit denen gequatscht. Das Auto explodiert. Das ist ein Spaß. Ja, ja. An sich ist schon geil. Naja, auf jeden Fall. Wenn du irgendwie Leute abfacken bist oder so. So, ich muss mal wieder los. Meine Fahrgelegenheit. Jo. Wir sehen uns. Hörst du mich jetzt besser? Ja, jetzt höre ich dich besser. Ja, toppi, danke. Also. Musst du nicht hören? Ja, alles gut. Ich bin nur mitgekommen für die Gesellschaft und ich habe das Auto so. Da gerade abgefackelt. Ah, okay. Geil. Ich habe das eben gemacht, ne? Ich bin in eine Bank rein, yeah. Und ich bin extra zu einer Bank, wo du keine Transaktionsgebühren zahlen musst. Yeah. Dann habe ich das Auto angezündet, dann waren da welche drin, habe ich mit denen gequatscht, dann sind die so am Auto gestanden und so, ich ah, schönes Auto, und dann sind die übelst weggefetzt. Richtig witzig. Ja, ja, mit dem Feuer ist echt geil, Alter. Ja, aber das ist echt witzig. Weil das ist das Einzige, was ja hier irgendwie brennt und explodieren kann, ne? Sonst geht ja nichts. Ja, ja, deswegen, deswegen. Aber ich glaube, sonst wäre ja auch übelst Mord und Totschlag. Wie geht ja online, Digga? Das ist ja, ja Raketen, natürlich, ne? Digga. Sollte mal so eine halbe Stunde am Tag so einen Purge-Schein führen oder so. So ein Event. Alles wegballern, was geht, ey. Naja, Purge nach hilft ja, ne? Echt? Ja, ja, Purge nach hilft es, richtig. Aber ja, ich weiß nicht, ob es bei den deutschen Servern auch gibt. Aber auf jeden Fall bei den englischen Servern gibt es das zu 1000%. Weil das ist auch immer beim MD-Funk von Grand RP hier direkt, ne? Echt, Digga, das ist ja mal richtig geil, Alter. Ja, ja, da kannst du auch jeden töten, den du willst, und Green Zones auch. Ey, Digga, das ist ja geil, ey. Wenn man mal ja, Mann, ein bisschen geil, Wortgefecht hat, dann kann man da was machen. Oh. Oh, Bruder. Bruder, nein, ich roll zurück. Nein, 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 nein. Alter, der sich da noch gelegt, ey. Ich bin in einem Ferrari. Ja, was ist da passiert? Geil. Ey, fühl mich, da bin ich aus Versehen raus. Das ist mir ja nie passiert. Ah, geil, ey. Damn. Geil, geil. Dankeschön, dankeschön. So, erstmal umziehen. Muss man mal Hose. So, Erkennungsbrillen hier rein. Und erstmal einen Rauch. Geil. So, ich glaube, ich gehe so erstmal auf K, Leute. Wir sehen uns. Haut rein. Bis dann. So, wie chill ich denn heute? Da, wo die Admins nämlich sehen können. Ich will jetzt auch keinen Bann bekommen und kriege meine Coins nicht. Auf jeden Fall ein geiles Event. Ich chimp wieder hier so hin. Ah, ein bisschen nach hinten. Ein bisschen nach vorne. Und dann ziehe ich mich aus. Bis auf ein T-Shirt. Ja, und dann chill ich immer so. Damn. Jetzt mach ich dann was Scheiße rein. Dann bin ich weg.